Seid gegrüßt und willkommen zur 45. Episode meines City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wo baue ich denn jetzt hier den Güterbahnhof? Am besten ja direkt daneben. Was ist die Frage jetzt? Hier unten oder hier hinter? Ich würde sagen hier drunter, damit man auch, ja. Ich mache einfach, nee, hier nicht, bin ich ja so. Das wäre so. Ich setze mal eben hier hin und verschiebe den dann. Wenn das Tool mich lässt. Oh oh, kaputt. Nochmal. Jetzt aber. Da, da, da. So parallel hierzu. Ich sag, das geht alles kaputt, dadurch, dass ich das jetzt so mache. Mal gucken. Okay, ein bisschen nah habe ich das Ding schon dran gebaut. Ich verschiebe das mal eben. Die Schienen verschieben sich mit. Perfekt. Ach so, dadurch, dass wir den Knick jetzt hier drin haben. Ist klar. So, machen wir es aber so. Ja. Dann braucht das Ding ja noch eine Straßenanbindung. Aber eventuell direkt hier noch so eine Straße hinsetzen, die nur zum Bahnhof führt. Ja doch, das mache ich. Und es wird auch wieder eine Industriestraße, weil die ja etwas günstiger sind. Im Unterhalt, oder? 25. 32. Aber nur 40, Moment mal. Aber das kann ich ja ändern. Hier steht es auch bestimmt so 45. Okay. Das ändere ich dann einfach. Mal gucken, was passiert. Also für hier. Oh, ich bin noch auf gerade gestellt. Huch. Jetzt geht es natürlich wieder hoch. Ich mache hier nur so einen kleinen Knick rein. Und dann verbinden wir das mit. Will ich das wirklich verbinden? Ich meine, ich habe hier so ein Dings schon. Nee, ich mach's hier an die Kreuzung dran. Erstmal ändere ich das hier, das stört mich irgendwie. Das hier ist es, oder? Ja. Viel besser. So. Dann. Das kommt. Dran. Ja, so machen wir das. Moment mal. Das bringt mir gar nichts, weil hier ist ja nichts. Also. Kriege ich das denn jetzt hier so dran, wie ich möchte? Wo sollte es verbunden sein? Sehr schön. Ich will hier kein Verkehrschaos machen. Warum geht das nicht? Oh, ich muss hier mit der Straße erstmal verbinden. Ja. Ich werde hier auch eine Brücke machen. Das sieht ja auch kacke aus, so. Ich darf nicht immer dieses... das Stück benutzen.
Nein, ich will das nicht so. Mach mal ganz neu hier. So. Und hier. Dann so. Dann hier. Dann können wir hier. Hochmachen. Oh Gott, was ist jetzt kaputt? So, nochmal. So. Genau, das finde ich wieder die Steigung von der Brücke da zu nutzen, um das Hindernis zu überqueren. Das sieht immer blöd aus. Da habe ich bestimmt irgendwo anders schon anders gemacht. Ja, das habe ich hier natürlich. Kommt es hier dran. So. Damit ihr bloß nicht zu nah an den Häusern vorbeigeht. Die werden es eh nicht so benutzt, wie ich mir das denke. Das sieht schon mal besser aus. Okay. So, und wie mache ich jetzt hier die Linie? Achso, natürlich kein Wasser. Das machen wir von hier aus. So. Und für die Zukunft hier auch schon mal verbinden. Tada! Also. Ich mache hier. Oder geht das automatisch? Moment mal, das hier ist nur für Passagiere. Oder? Oh. Eventuell fehlt hier der Güterbahnhof. Aber nur eventuell. Machen wir hier hin. So. Gucken, was passiert. Achso, das hat ja. Doch, der hat ja eine Verbindung nach außen, indem man einen Umweg fährt. Ist die Frage, ob ich das hier so mache? Oh Gott. Ist ja auch wieder super dumm geplant von mir. Ich hätte den vielleicht hier hinbauen können. Wenn ich jetzt hier was mache, dann ist ja wieder nur von hier aus. Ich möchte ja dann von hier aus, aber mal eben kurz schauen. So. Gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Wahrscheinlich nicht so schön. Nö. Hier geht's wieder wegen. Das Gelände ist so doof, nur. Ich baue zuerst die Brücke. So. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das hier so. Nee. Kann ich es hiermit verbinden? Eventuell. Kommt hier eine Straße hin? Nee. Kann ich das hier auch verschieben? Oh, ich kann es nur. Ups. Nein, nein, nein. Okay. Kann ich markieren? Ich kann es nur komplett verschieben dann. Ach, mache ich das einfach so. Hui. Oh Gott. Ich muss dann ja wahrscheinlich hier dran. So. Und hier den Pfeiler nehmen. Oh, es geht. Besser als gedacht. Auch wenn jetzt hier die Gleise fehlen. Okay, hier kommen die Gleise wieder zurück. Moment. Achso, weil der Pfeiler jetzt hier natürlich da ist, wo der gar nicht. Oh Gott, die Straße nicht verschieben. Nein! Hm. So.
Hier ist der Pfeiler. Wo ist denn hier das mit dem Pfeiler? Moment mal. Hier. Das muss dann hier hin. Ich hätte es einfach abreißen sollen, das ganze Ding. Ich habe es kaputt gemacht. Da, da, da. So wird es ja auch gehen. Theoretisch. So, der Bahnhof dann hier. Und dann kann man das hier so. Das wird eh nicht gehen. Komm mal mit. Dreh dich. Also ungefähr. Dann das hier natürlich abreißen. Nee, das wird nicht gehen. Vielleicht so? Gefälle, ja. Das war so klar. So ein bisschen weiter weg. Aber dann passt es hier wieder nicht. Aber ich kann ja hier ganz wenig verschieben. Oh nee, das ist dann wieder so. Wenn ich ganz vorsichtig verschiebe. Oh, jetzt verschiebe ich hier die Pfeiler. Ach komm. Nein. Echt nicht cool mit dem Gefälle hier. Oh, das geht. Das. Auch wenn hier keine Gleise zu sehen sind. Ah ne, hier fehlen nur diese Balkendinger da. Okay, das ist okay, denke ich. So. Wie mache ich das hier? Aber dadurch, dass man hier verschieben kann. Das sieht gefährlich aus für die Autofahrer. Oh, oh, oh. Ja. Warum kann ich denn hier nicht? Moment mal. Genau, das, ja, so. Ah, das passt, hier passt. Oh, der Pfeil, das war ein bisschen nah an der Straße, so. Okay. Wie kriege ich das jetzt hier am besten verbunden? Ich könnte den Bahnhof ja noch etwas drehen. Schauen, dass ich das hier vielleicht wegmache. Ja, ja doch. Und da natürlich wieder eine Straße hier dran setzen. Tada. So, jetzt mal schauen. Okay, muss ich das jetzt automatisch laufen lassen? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, Wasser. Wasser fehlt. Wasser da. Gut. Muss ich mal schauen. Sie können Rohmaterial befahren und anderes verkaufen. Ja, mal schauen. Ich meine, das geht automatisch. So, irgendwas wollte ich doch mit einer Sackgasse. Genau, hier. Hier war ja der Kommentar mit, warum ist hier 100? Genau. So, hier sind keine Wohnhäuser. Hier aber. Es wird dann auch Abhilfe schaffen, ja, wenn ich die Sachen verschiebe. Das heißt, ich mache eine Straße. Was haben wir überhaupt für eine Straße? Oder ist so eine andere? Oder ist die das?
keine Ahnung. Ich nehme es aber. Die Industriestraße, nehme ich die? Ich nehme die jetzt, ja. Wir machen das dann so, das hier ist der Friedhof, das hier ist, was bist du? Busdepot. Genau, das könnte man ja auch anders verlegen. Wie teuer ist denn das normale Verschieben? 6000. Oh, verdammt. Entleeren. Komm. Du musst hier dran. Komm. Weil da... Okay, ich hab's doch etwas nah dran gebaut. Das kostet ja immer 6000. Nee. Aber wahrscheinlich ist das der Mindestpreis zum Verschieben. Wir machen es aber jetzt so. Denn das Ziel davon war ja, dass wir hier auch die Straße verbreitern können. Natürlich muss man hier entleeren. Warum nochmal, wenn ich das hier eh machen kann? Huch. So. Erfolgreich ohne Entleerung verschoben. Darf es weiterarbeiten. Und jetzt können wir ja hier die Straße. Das hier sind Vierer. Das sind. Das ist. Die hier? Small Fourlane Road. Genau. Da muss ich auch wieder schauen, wie die Geschwindigkeit hier ist. Ja, genau, alles 50, aber jetzt können wir ja hier. 50, ja, das ist gut, aber nee, wir machen erstmal alles auf 100. Dann hier natürlich wieder 50, wenn die nicht zu schnell fahren. Na, ah, hier ist 70, das passt zum Abbiegen. Hier dürft ihr natürlich auch schneller fahren. Bisschen. Genau. Jetzt haben wir das so. Wie sieht es aus mit dem Bahnhof? Wird er benutzt? Das sieht doch sehr eng aus hier. Oh. Tada. Verbunden. Nee, ich meine, beim letzten Mal, bei der ersten Staffel, hatte ich das auch nicht so verbunden. Gucken, ist das jetzt einer? Der wird es nicht sein, ne. Also man kann hier fahren, dann hier so... Das sieht so dumm aus. Naja. Dann wäre hier ein Güterbahnhof. Mal schauen, was passiert. Ob der genutzt wird oder nicht. Einnahmen 1400, aber Ausgaben sind wahrscheinlich viel höher. Ja, 4000. Naja. Wir retten es ja durch andere Einnahmen. Und dann gucke ich mal wieder, dass ich ein paar Wohngebiete ausweise. Hier um den Bahnhof wahrscheinlich nicht rum. Aber wir brauchen auch hier so ein bisschen Dingens. Dicht besiedelt machen wir mal hier so am Bahnhof. So ein toller Standort. Ganz bestimmt. So, hier kommt das hin. Und hier vielleicht noch so ein normal besiedeltes. Und hier dürft ihr natürlich wohnen. Hier ist bestimmt laut an der Kreuzung. Man könnte ja hier auch noch eine normale Straße reinsetzen. Um noch ein bisschen Wohngebiet zu schaffen. Aber mache ich hier eine Kreuzung hin? Ja, doch. Das bleibt jetzt so. Hier könnte auch wieder Wohnraum entstehen. Vielleicht wieder mit Grünstreifen. Eventuell ist das ja auch verbunden. Natürlich wird doch wieder alles kaputt gemacht hier. Okay. Ah, nee, hier hin. Hm,
Oh, hier schön am Park. Nee, wir machen hier keine Verbindung. Nee, zu nah. Oh, Park. So. Ihr wollt Wohnraum, ihr bekommt Wohnraum. Da, 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 da. Und hier dann auch. Und dann mache ich das hier auch. So, die Frage ist, kommen hier normale Häuser hin oder... Also dicht besiedelt oder gering? Ich würde sagen gering besiedelt. Gucken, was ihr draus macht. Hier hat sich jetzt auch alles geändert. Da und da und da und da, da neben der Schule schön, genau. Ach, hier dann auch so ein Bürogebäude-Gedöns. Genau. Schauen wir mal, was passiert. Und wie es weitergeht, sehen wir dann natürlich wieder in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um hier den weiteren Fortschritt zu sehen... Oh, und ich sehe gerade hier... Ist ein Güterzug, sehr schön. Genau, und um zu sehen, was hier passiert, solltet ihr halt meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.